Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier, The Marsh. Ja, ich werde die Kalkproduktion, die ich gerade gestern am Schluss aufgestellt habe. Wasseranschluss ist schon da. Also da fährt schon mal Wasser. Da kann einiges rein. Ja, mal gucken. Muss noch Dings rein. Kies. Ne? Also Kies, Steine. Habe ich doch verkehrt geschrieben mit Sand. Egal. Also Produktion haben beim Fischer, Kalk, Muscheln behalten. Es war nicht viel, aber ein bisschen. Das ist aber realistisch. Ne? Muschelkalk ist definitiv richtig. Kies ist bei Kalk völlig irrelevant. Enthält kein Kalk. Also es gibt mal kleine Kalkhügelchen drin, aber das ist nicht der Rede wert. Also gerade beim Ton und so, Ziegelwerk ist das ja eine Katastrophe. So tun es alle. Aber wie gesagt, ansonsten ist da kein Kalk drin, was man was anfangen könnte. Ach Gott, Kalk aus Muscheln, Steinen. Ja, Kalk aus Wasser. Können wir schon machen. Ja gut, das fehlt noch Diesel. Aber na, wie gesagt, das ist... Aber hier ist ja ein Spiel, das ist ja nur flexibel. Man hat ja eine, so viele Früchte gibt es ja hier gar nicht, weil alles belegt ist. Ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Ne? Aber nur... Mein Wissensstand ist halt so, dass es... ich glaube, bei Berlin, bei Müdersdorf gibt es einen Kalk bekommen. Aber die stellen da auch Zement her. Aber auch Kalk weiß ich gar nicht. Ansonsten... In Österreich gibt es einen Kalkvorkommen in den Alpen. Wie sie das nun fördern... Von Weitem kann man es sehen. Also von... bei guten Fernsichten, ne? Aber... Ist heute ja nicht der Fall. Leer, kein Rohmetan da. Wo ist der Fisch überhaupt? Also vor Weihnachten soll auf den Marsch schon ein Update kommen. Gut, das ist jetzt irrelevant, schon nach Weihnachten, ne? Ja, ich sag mal so. Flasche. Mineralfutter. Fische. Ist einlagern und das ist gut. Dann haben wir das schon mal geklärt. Ich habe sonst ja kaufen lassen. Also das ist ja verdientmäßig ist gar nicht so hoch. Wir holen mal einmal Steine vom Kiesberg. Ist ja um die Ecke. Dann holen wir Muscheln und Blockies. Soll nicht so sein. Ja. Ich muss das deaktivieren, hab vorhin nicht gedacht. Ist aber eine ganz gute Idee, mit die Folgenlänge einzutakten. Aber ist ja auch nur so pauschal. Ne? Meistens versuche ich eine Arbeit abzuschließen und dann mit einem guten Fahrzeug als Thumbnail zu starten. Ne? Machst du ja am leichtesten. Hinterher aus dem Video ein Thumbnail auszusuchen, ist gar nicht so einfach. Das muss ja auch getroffen worden werden sein. Ne? Sonst ist das ja. Ja. Das ist ein schweres Los für einen jungen YouTuber. Ne? Da das Richtige zu finden. Jung als ja, der das gerade so macht, ne? Aktiv seit 2019. So bin ich ein bisschen reifer in Alters, ne? Ja, hier ist Flaschen holen höchstens. Ja, aktiv seit 19 oder seit 2019.
Da ist mir so ein. Oh, plötzlich. Sie plötzlich. Ich habe plötzlich nachgedacht, Mensch, du brauchst doch ein Hobby. Warum machst du das eine mit dem anderen nicht verbinden? Ne? Also spielen und dann. Ja, so habe ich das erstmal versucht überhaupt hinzukriegen. Ne? Oh Mann. War auch nicht so einfach. Und dann haben die Aufgaben einigermaßen geklappt. Mensch, mit was für ein Bearbeitsprogramm willst du das bearbeiten lassen? Was Kies? Stein erstmal. Ja, das ist nicht so einfach. Leider haben wir recht viel da, ne? Dann können wir theoretisch fahren lassen, ne? Ja, Stein ist. Ne? Sand, Schnee. Nee, Steine. Und Belan. Belan, Kies, Sand, Erde, Steine. Ja. Oder nur wegklicken, ne? Belan. Und abladen. Ist eher Kies, Steine und Muschel, ne? Ich denke da noch Prozent nicht daran, das mal zu ändern. Ja, gut. Ich kenne mich aus, so ist das nicht. Der kann jetzt theoretisch ein paar Runden fahren. Ich muss nur gucken, dass er auch ablädt. Richtigen Stelle. Also auch hinbekommt. Wie er so hochkommt, vor allem mal gucken. Der Weg ist ja böse hier, ne? Da muss man einiges ändern. Aber die Bäume, naja, die werden ja. Die habe ich übrigens alle gepflanzt da hinten, also bis hin zum Feld. Naja, das dauert ja auch 2 Jahre, ne? Also. Der Bruder hoch. Steine schon schwer. 47 Tonnen. Steht da jedenfalls. Total, also alles, ne? Ja, ich mache jetzt alles für Weihnachten klar. Also morgen, wenn wir morgen Donnerstag, wenn wir Rotkohl kaufen, auch gleich für den ersten, ne? Das ist ja praktisch. Ich war ja gestern im Spar und da gab es immer noch Enten, Gänse, Aktionspreis. Da überlegt, Mensch, warum willst du für 18 Euro aufwärts eine Gänsebrust kaufen? Da kriegst du ja für, ich habe geguckt, knapp nicht ganz 12 Euro. Eine gute Ente, 3000 einmal Gramm, also 2,1 Kilogramm. Das geht schon. Also das ist für mich wird es 4 Mahlzeiten rein. Also ich esse ja zuerst nur eine Brust oder ein bisschen mehr, ein bisschen Haut vielleicht. Die andere ein bisschen Fett, die kann ich auch nicht essen. So Fett mag ich auch nicht. Und jedenfalls ja, ist reichlich, ne? Also schön Rotkohl und so Kartoffeln, ne? Ich muss ja ein bisschen bremsen und zügeln, aber ja. Wenn es schmeckt, ne, bei der Ente sowieso. Obwohl, nachher mal zu sagen, also im ganzen Jahr so esse ich keine Ente. Es sei denn, mal ein Angebot, wo sie die Restbestände loswerden wollen. Die kleinen Enten werden schlecht gekauft mit 1800, 1,8 Kilogramm. Ist ja auch nichts dran. Ne? Ich müsste mir nur einen größeren Bräter kaufen. Dann habe ich mal zwei auf einmal gemacht, aber ziemlich eng. Jetzt meldet die Uhr, ich soll mich bewegen. Wurde schon gehabt, bewegt und dann kam die Ball trotzdem. So.
Vergiss die Technik. Ja, mal gucken, wie er da so ranfährt. Ob er das auch ablehnt, ne? Das ist ja der entscheidende Punkt. So. Wie gesagt, ich brauche ja doch etliche Mengen an Kalk. Das ist einzukaufen ein Unsinn, ne? Dann können wir lieber hier die nötige Menge rausnehmen, rüberbringen, ne? Ich glaube, jetzt macht Kalk immer fertig. Hier geht es ja darum, dass ich sehen kann, ob ich den Punkt dann auch verschieben muss, ne? Oder ob es reicht. Hier ist beladen, das kann ich nicht machen. Einzig, was blöd ist nachher, dass er praktisch den Hänger nicht leer bekommt, ne? Also wenn er voll ist, müsste ich irgendwo, möchte ich eigentlich gar nicht zwischenlagern, ne? So, das geht. Dann passt das. Dann können wir das schon mal laufen lassen. Ein paar Runden kann er ruhig fahren. Leer. Das ist auch fast leer. Da hat er schon wieder mal. Die Arbeit abgenommen, was ich machen wollte, ne? Wenn ich hier mit dem zweiten Radlader arbeiten würde, dann könnte man das praktisch mit Kursplänen machen lassen. Aber den Radlader müssen wir leisten, ne? Ja, bei 5 ist extrem, ne? Also, gut. Wir haben ja jetzt noch nichts zu tun, in Anführungszeichen. So, wir können schon was Tat machen, aber wie gesagt, Kalk, Steine reinfahren kann er Beine und bis Pipa Muscheln dafür. Ist ja auch Unsinn, ne? Ja. Später noch den Sand reinfahren. Aber wie gesagt, Steine bedingt. Wenn das wirklich tiefe sind, dann kann man sagen, okay, es könnte auch Kalk sein, ne? Kalkstein. Aber hier, wo es so extrem nass ist, löst sich der Kalk eher auf. Also muss schon sehr tief liegen, ne? Gibt ja den Marmor hier in Italien oder in Griechenland, ist ja auch ein Grunde Kalk. Aber da ist trocken und da ist es. Sieht noch gut aus, ne? Oder hier Ägypten zum Beispiel, die Pyramiden gebaut haben, die müssen auch mit Kalk vorkommen haben. Alles noch bei Hand gemacht. Heute gibt es ja alles Mögliche, ne? Radlader, riesige Schneidgeräte, die machen die Blöcke, schneiden die raus, ne? Das ist schon was, ne? Ich weiß aber auch nicht, wieso das hier die Schaufel hier geht und drüben geht, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe mich damit abgefunden. Ja. Technik. Ja, ein weiterer BGA betreiben ist so eine Sache, ne? Höchstens noch ein paar Meter zu machen, ne? Irgendwie. Hast keinen Platz. Erstmal ist wichtig, dass wir das nächste Mal noch Felder kaufen können, ne? Ein Maisfeld war noch in meinen Gedanken. Und das wollte ich noch machen. Ja, wenn wir Gülle haben, kann man wieder Gülle reinfahren, ne? Nächsten Tag. Wegen der Produktion ist noch fast voll. Müssen bald schauen, dass wir überhaupt Schweine kriegen für den Schlachthof, ne? Für Rinder wird es noch nicht reichen. Wir haben es verbohlen da, aber die nutzt mir nichts. Kühe, also
Die männlichen Tiere werden nicht angenommen. Und zwar Hühner. Aber Hühner ist für Weihnachten, denke ich mal. Da haben wir schöne Hähne. Bin ja gespannt, wie es aussieht. Ja, Diesel führen, ja, knapp. Hab nix. Aber morgen müssen wir da sein. Aber der Fischer ist mal wichtiger, der produziert ein bisschen. Ja, wo wir richtig Geld verdienen können, ne? Der steht jetzt schlecht. Lässt sich relativ leicht Mineralfutter leer, achso, das stimmt ja. Da war ja was, ne? Oh ja. Gut, der ist wieder voll. Durch die 2 wird es ein bisschen bequemer, für uns rein, ne? Weil der mit Fermentierselage recht voll ist, ne? Also von daher ist das mal. Wenn er mal ganz kurz leer ist, ist doch lange nicht der Mitte leer, ne? Was haben wir hier noch? 63, 18. Wird nicht ganz reingehen. Die 1000 können wir notfalls drauf lassen. Um 16 Uhr geht immer was weg. Ja, der Rest ist heute, ne? Also, wenn die Folge kommt. Ich wünsche mal einen schönen Silvesterfeier und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch nicht zu viel. Macht trotzdem irgendwie, was ihr euch dann wünschen wollt. Ist doch nicht da, ne? Also ich, ja. Ich wollte mal schauen, wie es im Frühling. Ja, mal gucken. Mit dem Fahrrad, was einigermaßen gut läuft. Also mit Elektro, aber ich möchte jetzt nicht beim Frühen zur Arbeit mich quälen mit normalem Fahrrad, sondern bei meinem bezahlbares, ordentliches Fahrrad. Ne? Preis vom Klappfahrrad fürs Auto. Mal schauen. Aber auch, dass mein Gewicht tragen kann. Ne? Ich habe da einen Sekauter bis 100 Kilogramm, da war ganz schön plappig. Für eine junge Frau mit um die 50 Kilogramm, vielleicht 70, da wäre es noch gut gewesen. Also für mich war das. Da kam noch hinzu. Ja, ich wohne hier ein bisschen. Naja, hügelig kann man nicht sagen, aber da wo ich also hochfahren müsste oder muss, geht es leicht bergauf. Nicht dramatisch, aber es geht bergauf. Und das hat es nicht gepackt. Das war dann schon schlecht. Deswegen ist so ein Fahrrad, ich muss ein Fahrrad haben mit mehr. Der 150 Kilogramm packen könnte, ne? So schwer bin ich zwar nicht, aber möchte ja auch nicht, dass es. Fahrrad soll ein bisschen Reserve haben, wenn es bergauf geht, ne? Darum geht's ja. Ja, Oktober will ich anfangen mit Mais. Ist glaube ich da egal, ob man früher anfängt oder später. Haben wir ganz schön Gras weggefahren, ne? Aber muss bald wieder los gehen, Gras. Er kommt wieder alles auf einmal, ne? Kommt wieder die. Ja, Luzerne wollte ich machen. Aber Ballen fressen. Das wäre aber eine Alternative, ne? Man praktisch, so wie jetzt hier. Ja. Das Problem ist, wenn du anfängst, was Luzerne, dann ist es halt eher die Lage. Aber da
kannst du garantiert kein Getreide mit reinmachen. Ja, das war eigentlich so praktisch, ne? Das macht er garantiert nicht. Häckselgut, ne? In dem Falle. Programme lassen sie nicht betrügen, Anführungszeichen. Aber wenn du mal angefangen hast, dann wollen die auch, dass es. Das ist so. So werden 2 und so werden 3. Also. Ist Jacke wie Hose, ne? Wenn man sich das lose nimmt, dat, die Drainage, hast du nur die 18.000. Ja, sind auch nur 2. Egal, nehme ich hier vorne weg. Jetzt schieben wir den nicht, der fällt garantiert um. Der läuft mit 2 Stück, in dem Sinne 4. Besser. Ist ja so, ne? Ja, wenn Gruppe-Mission fertig ist, dann könnte man theoretisch die Flächen, zumindest die OP-Dings drin, Matrikale, glaube ich, für Dings, einfach mal gruppern. Warum? Aber, das ist ja 80%. Wenn die außer Druck geht, geht auch so, ne? Mit der Piepser da losgehen hier. Ich wollte nur gucken, wie eine Woche. Gerade, ungerade. Beginnen wir der Frühschicht oder ungerade. Ohne ist egal. Aber ich fahre nur einen Tag hin, Samstag, Sonntag von 10 bis 16 Uhr mache ich dann nicht. Wenn wir einen Tag geschafft haben. Gucken, ob man was besorgen kann. Eine Kamera oder sowas. Eine gängige Kamera, eine gute Kamera, die ein bisschen länger aushält. Vielleicht ein bisschen Bericht zu schreiben, ne? Ja, zu Bericht Videos zu machen, ne? Und macht's ja auch. Ja gut. Würde so auch gehen, ne? Also. Ja, nächstes Mal treffen ist jetzt schon wieder September. Dann wird ja auch schon recht früh Dämmerung kommen, ne? Ah, gut, das reicht mal. Ich will mal Mist reinfahren, ne? Ob wir noch genug Mist haben? Weiß ich nicht. Bei Schweine auch noch Mist. Ja, Terra Live, darauf warte ich. Das sieht nicht so aus. Naja, er hat ja auch geschrieben, er hat Umzugsstress, das kommt dann auch hinzu. Also, sagen wir eher zum nächsten Jahr, ne? Ist ja auch nicht so schlimm. Mit dem Marsch wollte ich es eh nicht nehmen, weil die Karte nicht drauf vorbereitet ist. Da denke mal, wird er auch nicht jetzt nicht zu überzeugen sein. Er hat ja auch kein Mais Plus, von daher ist das auch. Ja, ist halt mal so, ne? Aber ich meine, alles 100% auf real mache ich auch nicht, aber. Ich meine, im Grunde ist für die BGA egal, wenn jetzt theoretisch. 100.000 reingehen, aber hier ist programmieren mich technisch sicherlich nicht anders möglich, denn wenn du nur Mist reinhaust, dann ist halt nur Mist drin, ne? Dann ist halt so, ne? Hat aber alles irgendwann ein unterschiedlichen Energiegehalt, ne?
weiß ich. Da müsste es ja teilweise schon verbraucht worden, die Nährstoffe. Dem Fall von den Kühen. Bei den Schweinen sieht wieder anders aus. Ja, die lassen wir jetzt stehen. Müssen eh nicht so stark. Und ja, nächste Woche. Im Grunde Heiligabend. Sonntag. Ich mache mir das da jetzt keine große eigene Bescherung. Ich weiß, dass ich nach Weihnachten zum Mediamarkt fahren möchte. Ich habe halt mal geschaut, was so eine Kaffeemaschine kostet. Ja, auch mal zu teuer. 400 Euro für eine, für ein, zwei Tassen am Wochenende. Nö. Rasierapparat wollte ich kaufen. Heute von Lanka. Kurzhaar geht natürlich auch. Und so ein Smartphone. Ich habe ja eins, ist schon ein paar Jahre alt. Und dann denke ich mal, das kaufst du vor Ort. Da gibt es so bei Amazon eine größere Auswahl. Aber wiederum ist das so. Gut, jetzt wäre ich zu Hause, ne? Aber du bist ja wie auf jetzt wie auf brennenden Kohle, ne? Wenn ihr darauf wartet, dass er kommt, ne? Weil das ist ja schön, wenn da steht, sechs Shops entfernt, aber bei mir kann das auch. Ja. Wenn man auf der Karte guckt, sieht man das, ne? Aber wie gesagt, wenn da ein Nachbarort ist, noch 30 Kilometer entfernt, dann weiß Bescheid, dann brauchen wir noch 40 Minuten, ne? Bundesstraße fahren, ein bisschen viel Verkehr ist. Und er noch anhalten muss hier und da. Ist es halt mal so, ne? So. Auf der Regen hat aufgehört. So, mit hier ist also voll. Wartung ist auch voll. Also gut. Aber jetzt geht ja eh ein bisschen was weg, wenn die alles arbeiten. Nächste Produktion könnte Gemüsefabrik sein. Wir haben zumindest Karotten. Oh, die muss man auch gucken. Ich glaube, Oktober, glaube ich, sind dran. Zum Ernten. Und eigentlich müssten wir den Hühnerstall hier wegnehmen und dann woanders hinstellen, aber einen anderen halt. Und da schon wieder die andere Produktion, ne? Die Tischlerei. Ja, aber schauen. Die gehen ja getrennt von den Hühnern. Mein Einhahn ist okay. Mein hier auf dem kleinen Gehege sieht eh nicht mehr. Aber normalerweise. Aber wie gesagt, die Hähne bringen sich um. Normalerweise, wenn die. Sobald die so weit sind. Dann. Je nach Rasse. Mehr oder weniger, ne? So. Mist war drinne. Also, wenn man hier müssen, 25 Minuten, Leute, kommt ein Lager dazu. GRS Lager 256. Drüben wollte ich noch die GRS ausbringen. Muss aber, glaube ich, nicht. Ja, so, das war das schon vorher gewesen sein. Ich sag mal schon Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche mir allen ein frohes Silvesterfeier, eine frohe Silvesterfeier. Und einen guten Rutsch für morgen ins neue Jahr oder auch 0:01 Uhr. Ne? Ja, tschüss, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.